Dieter Bohlen poltert diese DSDS-Jury, hat RTL alleine besetzt. Die Jurybesetzung ist bei DSDS eigentlich Chefsache und Chef ist bekanntlich Dieter Bohlen. Doch als der aus dem Urlaub kam, standen die Juroren bereits fest, von RTL gewählt. Und jetzt? Produzent und DJ Musset, Schlagersängerin Er Endlich und Last Balance Spielsängerin Caroline Niemczyk bilden 2018 die neue DSDS-Jury. Dieter Bohlen ist natürlich auch noch dabei. Nur dürfte der über die Besatzung der 15 Staffel etwas zerknirscht sein. Diese Jury hat RTL alleine besetzt, da habe ich nicht mitgesprochen und keine Aktien drin, sagte Bohlen zu Bild. Komisch. Dabei suchte sich der Pop-Titan seine Kompagnons doch sonst lieber selbst aus. Die Kompetenz der neuen Bande kann er nun aber nicht einmal mehr unterschreiben. Da müssen Sie RTL fragen, erklärt er nur, auf die Frage, warum die drei Künstler ausgewählt wurden. Ob da jemand beleidigt ist? Angeblich soll ihm die neue Jury formlos nach dem Urlaub vor die Nase gesetzt worden sein. Der Chef wurde also wohl nicht einmal nach seiner Meinung gefragt. Musset's Fachkenntnisse dürften aber wohl selbst Bohlen bekannt sein. Schließlich ist der DJ sogar international bekannt. Er arbeitete schon mit Michael Jackson, Gloria Estefan oder den Backstreet Boys zusammen. Für Tom Jones schrieb er den Hit Sex Bomb. Weniger bekannt ist dagegen Er Endlich. Sie unterschrieb zwar schon mit 14 Jahren ihren ersten Plattenvertrag. Den großen Durchbruch hatte die 33-Jährige aber erst 2009. Mit dem Lied Küss mich, halt mich, lieb mich, nach der Melodie aus Drei Haselnüsse für Aschenbrödel verschaffte sie fast ganz Deutschland einen Ohrwurm und bekam eine goldene Schallplatte. Caroline Niemczyk bekam für ihren Song Geiles Leben Doppelplatin, er gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Songs der letzten Jahre. Wie sie und die anderen sich als Jurymitglieder machen, wird sich schon am Mittwochabend zeigen. Die neue DSDS-Staffel startet am 3. Januar um 20.15 Uhr auf RTL. Quellen und weiterführende Informationen, Bericht von Bild.de RTL Pressebereich.